Temp-Placement hier, das ist... Unterstützen bei Zerstörung, okay. Cool. Jetzt holen wir auf jeden Fall uns den hier. Oh, Junge. Wo bist du hin? Ah, da bist du. Ich hab gerade so die Übersicht verloren. Aber die Ansicht ist geil, wenn man mal den Überblick verloren hat. Du hast einen Verbündeten getroffen. Ja, das macht nichts. Gut versichert, weißt du doch. Ich bin einfach gut versichert. Kasko, voll Kasko. Das passt schon. Also das lohnt sich auch mal voll Kasko zu versichern. Da nehme ich so viele Flugzeuge wie ich nehme. So, jetzt steigen wir. So, schöne Fassrolle gemacht. Jetzt holen wir uns den. Ne, der hat sich niemand anders geholt. Okay. Okay, okay. Ach, von Strukturpunkte sieht es noch ganz gut aus, oder? Aber ich habe keinen Runner geholt. Das, ja. Ich habe keinen Runner geholt. Ja, Leute, ich habe keinen Runner geholt. Witz der Woche. Witz der Woche, Leute. Ah, das ist so richtig scheiße. Du kannst nicht mal richtig steigen, ohne dass du strömen. Das krieg ich so Kotzreiz bei, ganz ehrlich. Wenn du nämlich so weit oben bist, wie der hier, wie der Typ, der ist bestimmt auf... Du verlierst die Kontrolle über das Flugzeug, flieg schneller! Ja, ich merke, ist okay, ist alles gut. Ja, Boost habe ich auch nicht mehr umzusteigen, toll, wa? Ja, toll. Mann, diese scheiß Strömungsabdrücke, das ist total scheiße, ey, ganz ehrlich. Oh, Leute. Das riecht einen so auf. Oh, wie hoch wollt ihr denn noch fliegen, ey? Ganz ehrlich, wenn der 1000 Meter ist, dann fast senkrecht über mir, ist er dann auf 2000 Meter, oder was? Oh, Leute. Meine Fresse. Ich würde ja gerne da helfen, aber... Aber das geht echt nicht klar. Sind wir ungefähr auf einer Höhe. Ungefähr. Oh, Junge. Komm, mach hinne. Wir nehmen die Dachzeit hier. Oh, Leute. Ja, und schon wieder Strömungsabriss. Ja, natürlich. Alles gut. Ah, jetzt kommt er auf mich zu, der. Komm, ah. Der fliegt immer noch! Oh ne, ich hab gedacht, jetzt ramme ich den weg und dann... Das heißt rammen, aber... Kamikaze! Harakiri! Yay! Ne, Harakiri ist nicht dasselbe wie Kamikaze. Im Grunde genommen war das eigentlich eine reine Verzweiflungstat, die Kamikaze-Taktik im Zweiten Weltkrieg von den Japanern. Im Grunde genommen wussten die einfach nicht, was die gegen die Amerikaner machen sollten. So. Weil, ganz ehrlich, im Grunde genommen wäre es effektiver gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten, weil, ganz ehrlich, da hätte man Ressourcen sparen können, um dann mal einen extrem großen Angriff zu starten. Nein, aber sie müssen natürlich alle Flugzeuge und Piloten, die irgendwie Erfahrung haben, in Kamikaze-Einsätzen verballern. So. Hm. Obwohl, das war schon eine relativ ausweglose Lage, aber naja, da muss man auch gucken, was da Historiker zu sagen würden und so. Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall als Abiturient, der eine Geschichte LK hat, muss ich mich mal mit beschäftigen. Dann kann ich euch da mehr darüber erzählen. Auf jeden Fall.
Ja, ich hole sie mir. So, dann wollen wir mal weitermachen. Da, komm weiter. So, ich hätte gerne jetzt einen Gegner. Und Way. Ja, ist okay. Ich weiß es schon. Ja, das ist gut, ja. Okay, gut. Wenn er meint, dagegen Feld zu fliegen, ist okay. Kann er machen. Der Junge. Ich bin hier im... Ja, im Grunde... im Grunde genommen bin ich hier im oh, Leute. Ja, ich merke schon. Ja. Konnte ich nichts gegen machen. Scheiße. Zurück zum Hangar, okay. Auch blöd gelaufen, um ehrlich zu sein. Ah, okay. Strafe. Ja, gut, das kann man. Das verpacke ich so dann. Im Grunde genommen müssten wir jetzt noch einmal gewinnen und dann haben wir das auch noch. Dann haben wir das auch fertig. Also dann können wir uns das neue Flugzeug holen und das wird dann erstmal toll. Ah, neues Flugzeug. Ich freue mich immer, wenn ich neue Flugzeuge kriege. Wenn ich irgendwas Neues kriege in World of Warplanes oder in World of Tanks, ich finde das immer ganz toll. Das ist wie Weihnachten. Yay! Nur viel schöner. Nein, Spaß. Wir müssen die Vierer antreten. Ja gut, wir sind überall besser in der Manövrierbarkeit. Fast besser. Okay. Der wird wahrscheinlich ein neues Flugwerk haben. Ja, denke ich mal. Ja, wollen wir mal gucken. Nationalpark. Ja, geil. Die Map mochte ich eigentlich immer. So, dann wollen wir mal. Los geht's! Hol sie dir. Obwohl, die sollten mal, so ein anderes Sprachsample reinmachen, weil hol sie dir ist so nach dem 10. Mal auch scheiße. Ist eigentlich immer nur hol sie dir, ne? Kann sein. Ja, haltet mir mal den Rücken frei. Oh, scheiße, mir. Ja, wir fliegen schon hier die ersten rein. Scheiße. Im Grunde genommen, der ist sogar noch manövrierfähiger als ich. Scheiße. Zu hoch, ey. Ich bin gut die Maschine abgefangen. Oh, jetzt dreht er von da. Oh, scheiße. Wie mache ich das jetzt am besten? Ey, scheiße. Oh, der hängt mir im Nacken. Haltet mir den Rücken frei. Oh, Leute. Ja, ich bin eigentlich im Grunde. Ja, schon weg. Scheiße. Oh, Leute. Zurück zum Hangar. Okay. Ist nicht gut, wenn er als erstes auf den Feind trifft. Das ist nicht gut. Nicht gut. Und wenn man das manchmal denkt, nein, das ist nicht gut. Nein, das ist einfach nicht gut. Okay, Curtis. Ja, okay, wie viel brauchen wir jetzt nochmal um da... Oh, Forschung. Okay. Ah, noch 9000. Oh, scheiße. Finde ich jetzt blöd. Ach, wie können wir denn dafür kaufen? Okay.
Oh, das ist bestimmt ein geil. Oh, das ist geil. Oh, das ist geil. Double the gun, double the fun. Yeah. Okay, nochmal mit der B23 ins Gefecht. Und jetzt bitte auch mal einen Abschuss. Das wünsche ich mir so sehr. Das wäre mal toll. Irgendwie heute läuft es nicht gut. Mal gucken, so. Was man da so machen kann. Weißt du, muss ich ein bisschen besser spielen. Bambino, musst du besser spielen. Ich sollte an meinem italienischen Akzent versuchen zu feilen. Eventuell. Ich habe meine CDs geordnet. Ist natürlich auch gerade super interessant für euch, weil ihr das auch sehen könnt. Aber ich habe meine CDs geordnet. Ich sehe das gerade so. Ja, okay. Das ist cool, auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir mal. Auf jeden Fall, schöne Ansicht. Diese Außenansicht ist cool. Außenansicht ist richtig cool. Ja, bin dabei. Alles gut, ich flieg schon zurück. Passt schon. Boah, da ist der Erste. Der dreht sich jetzt auch direkt zu mir schon mit. Okay. Ah ja, ich merke schon. Ja, das macht nichts. Oh, Leute, ich hätte ihn gerne abgeschossen, du Arschloch. Ich wollte alles abschießen. Ja, zumindest ist das gut gekriegt. Ist okay, kann man mal machen, muss man aber nicht. Oh, wir müssen da hinten mal hin, ey. Da werden unsere Jungs ganz schön behakt, so. Oh, zwei Raketen. Ja. Da ist er mal da drauf. Kann man ja mehr machen.